Genau dieses Haus hier geht es heute. Ein Dreifamilienhaus im Norden von Philadelphia. Aktuell, glaub mir, die Bilder sind schockierend, aber dieses Haus wird über den Sommer in neuem Glanz erstrahlen. Auf geht's, let's get into it. Willkommen bei der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Immobilien und Investitionen in den USA. Im heutigen Video schauen wir uns ein Mehrfamilienhaus, also ein Dreifamilienhaus an, was derzeit echt übel ausschaut. Aber versprochen, das wird über den Sommer hinweg in neuem Glanz erstrahlen. Auf geht's, gucken wir uns die Details an. Für den deutschen Co-Investor haben wir Folgendes gefunden. Das hier ist das Schmuckstück. Backstein von vorne, ein sogenannter Triplex, also ein Dreifamilienhaus, Grundfläche 1900 Square Feet, Baujahr 1915. Das Haus steht aktuell echt nicht gut da, also von innen ist sehr, sehr viel zu machen, von außen ist viel zu machen, aber die Bilder schauen wir uns gleich an, wir gehen es gemeinsam durch. Das Haus kam über einen Makler und in dieser Konstellation ist der Makler für uns sozusagen der Dual Agent. Was genau das heißt? Dazu gibt es schon ein Video von mir, wie man einen guten Makler hier findet und welche Rollen die Makler haben. Den Link zum Video findest du hier oben bzw. in der Beschreibung dieses Videos. Schau es dir einfach mal an. Also, wir reden hier in diesem Fall von einem Dual Agent. Schauen wir einfach mal, was dieser Makler bei Zillow über das Objekt geschrieben hat. Und wir gucken es uns direkt auf der Zillow-Website an. Den Link, den setze ich dir natürlich auch in die Beschreibung des Videos. Das heißt, du kannst dir alle Details auch nochmal selbst anschauen. Auf geht's zu Zillow. Was erfahren wir hier? Das Exposé sagt, das ist die Adresse. Wir haben ein 7-Bedroom, unbekannte Anzahl Bäder und 1915 Square Foot Grundfläche. Zillow Estimate 156.000, aber wie gesagt, die Zillow Estimates sind alle nicht wirklich was wert. Und der Status zu diesem Haus ist pending. Ganz klar, wir sind under contract mit diesem Haus. Schauen wir uns die Bilder mal an. Also einfach draufklicken und die Bilder durchschauen. Das ist die Frontansicht. Ich glaube, das hier ist noch ein Finger oder so, was auch immer. Also hier unten Eingangstür. Eins, zwei Etagen. Das ist der Blick in die Straße. Also die Gegend ist nett. Das ist nicht die ruhigste Gegend, aber die ist in Ordnung. Von daher passt das schon. Das ist die andere Seite. Hier haben wir noch ein Boarded House. Hier haben wir so ein paar Baulücken. Hier vorne haben wir noch eine große Kirche, also von daher ist okay. Da sind wir auch schon drin im Haus. Das ist das Erdgeschoss, das Wohnzimmer, eins der Wohnzimmer zum Erdgeschoss. Also hier ist unter der Treppe ein Eingang. Das ist die Tür zu dem ersten Apartment. Also der Grundriss gleich vorab von diesem Haus, von jeder Etage ist spannend. Genau, das ist die Küche, also das ist das Wohnzimmer und links davon ist dann hier die Küche, Kochzeile, Nische. Genau, das ist die Küche, das ist dieses Wohnzimmer hier. Also die Bilder sind wieder mal ein bisschen verwirrend, aber das schauen wir uns gleich nochmal im Detail in der 3D-Tour an. Genau, das ist jetzt die Küche oben, glaube ich. Genau. Das ist das Treppenhaus, das hier unten ist die Eingangstür, das ist Apartment 1, 0,5 und das ist Apartment, also das eine Apartment in der zweiten Etage, das ist das Erdgeschoss und hier geht es in die Treppe hoch in die zweite Etage. Genau, was das Haus ausmacht, sind eigentlich Stahltüren, also wirklich jede Wohnung hat Stahltüren, also das ist irgendwie ganz seltsam. Die sind alle mit Stahltüren abgesichert und hier ist auch noch ein Mieter drin mit einem Fernseher, der alle Kameras rund ums Haus zeigt. Und wieder das Treppenhaus. Also die Bilder, da fällt einem manchmal nichts mehr ein. Das ist jetzt von der dritten Etage oder von der zweiten Etage in die erste. Hier ist eine kleine Wende, da kann man dann rumgehen. Und ganz wichtig, das ist alles separiert in dem Haus. Also hier sehen wir vier Stromzähler, also drei Apartments, die separiert sind und eine fürs Haus, also Flurlicht, Außenlicht, solche Sachen. Ja, also die Bilder geben nicht viel her. In der Beschreibung, was haben wir da alles? Zwei Bedroom, two Bath. Drei Bedroom, one Bath. Also das ist die Floorplan, also die Grundrisse zu diesem Apartment. Wie gesagt, die sind immer spannend, aber das sehen wir gleich noch. Genau, der Käufer ist
verantwortlich für alle UNOs, also Use and Occupancy Inspection heißt das. Das ist diese Inspektion der Stadt, die muss man liefern. Deposit Checks, also der Verkäufer, der braucht, glaube ich, Geld, wie es ausschaut. Also es ist kein Short Sale oder ein Wholesaler Deal, sondern das ist wirklich hier Bright MLS, das ist ein Makler-Deal, das ist der Makler und das sind die Makler, der Broker. Ja, was haben wir noch? Preis pro Square Foot sind $84. Wir haben Baseboard Electric 1915 gebaut. Genau, Estimated Market Value wäre hier 149 bis 164.000 und die Taxes für dieses Objekt. Das sind die Kaufpreise, die Taxes sind 466, noch eine kleine Steigerung mit drin, sagen wir $500-$600 maximal. Die genauen Zahlen, die kommen noch. Also $600, $500 Steuern, das ist nichts. So, Price und Tax History. Also, der Verkäufer hier hat es schon eine Zeit lang probiert. Er hat es 2020, na gut, machen wir die komplette Historie hier. Genau. 1996 für 6.000 gekauft. Und jetzt, 2020, also im August letzten Jahres, hat es versucht für 200.000 zu verkaufen. Also das nenne ich mal einen Gewinn, wenn er das realisiert hätte. Hätte. Fahrradkette hat er nicht. Am 1. September ist er im Preis runtergegangen auf 194.000. Dann ist er nochmal runtergegangen. Auf 160.000 und jetzt bei 160.000 ist der Sale pending. Was der genaue Kaufpreis ist, das erfährst du gleich. Oder was der angestrebte Kaufpreis wäre, den sage ich dir gleich. Was haben wir noch? Die Schulen, das ist halt Philly. Similar Homes, ja, das wäre eigentlich alles, was wir jetzt hier in dem Zillow Exposé uns anschauen können. Schau es dir einfach mal selber an. Wie gesagt, den Link dazu, den findest du in der Beschreibung zu diesem Video und einfach mal durchklicken und das Estimate und die Neighborhood dir anschauen. Soweit zum Exposé, aber die richtig krassen Details siehst du jetzt und zwar im 3D-Durchgang. Dazu schauen wir uns wieder die 3D-Scans an und gehen komplett durchs Haus. Auch diesen Link zum 3D-Durchgang findest du in der Beschreibung des Videos. Einfach mal die Show genießen und selber durchgehen. Auf geht's, schauen wir uns das 3D-Modell zum Haus an. Also hier wieder die Matterport-Lösung, das heißt, wir haben das ganze Haus in 3D gescannt, um die Baustellenbegehung so gering wie möglich zu halten, also dass die Crew da immer nur wirklich, wenn es notwendig hin muss, zum Ausmessen zum Beispiel, könnten Sie diese Lösung hier benutzen. Schauen wir es uns an. Also hier sind wir gerade in das Haus reingekommen. Das ist die von außen gelbe Tür mit diesen drei nicht ganz so blickdichten Fenstern, was auch immer. Briefkasten, Feueranlage. Was haben wir noch? Halt, zurück. Das war ein bisschen zu schnell. Eigentlich wollte ich genau hierauf hinaus. Those who want to succeed will find a way, those who don't will find an excuse. Das ist der philosophische Touch von diesem Haus. Den Spruch, den gibt es hier oben nochmal, warum auch immer. Fußboden, ja, na, ist jetzt nicht so der Burner, aber das ist halt in Ordnung. Die Wände, das ist Plastering, also dieser Putz. Deckenhöhe ist schön, aber der Zahn der Zeit hat dann doch am Haus genagt. Schauen wir es uns an. Also hier haben wir den Weg nach oben. Das sind Apartment 2 und 3. Und hier unten haben wir eine Tür, eine Apartment-Tür und hier haben wir eine andere Apartment-Tür. Also das heißt, hier kann man da in dieses Apartment unten reingehen oder da. Und auch interessant zu diesem Haus, hier sind echt krasse Stahltüren drin. Also irgendjemand wollte Leute vom Reinkommen oder vom Rausgehen abhalten. Na, bin mir nicht ganz sicher. Also wirklich krasse Baustahltüren, solche Sachen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir einfach mal rein. Das ist jetzt hier das Wohnzimmer sozusagen unten. Jetzt schon der erste Eindruck zum Thema fancy Grundriss. Das hier, dieses Zimmerchen mit oben offen, ist ein Badezimmer. Mitten im Raum. Man kann wirklich drum rum gehen. Das hier ist ein Kleiderschrank. Und das hier ist der Rest vom Zimmer, also ja, also Deckenhöhe, wie gesagt, das finde ich immer so toll. Das ist super. Hier haben wir noch Radiatorheizung, kommt alles raus. Fußboden, geht alles nicht.
Das hier ist wie gesagt ein Badezimmer und das ist ein Schrank. Da habe ich jetzt keine Bilder von drin, aber hier ist der Schrank und hier siehst du, dass wir um dieses Badezimmer hier herumgehen können. Und dann ist hier noch eine zweite Wohnungstür sozusagen mit so einem Deadbolt, nennt sich das, also mit so einem Sicherheitsschloss hier oben. Und ja, deswegen funky Floorplan, also der Grundriss ist sehr interessant. Dann haben wir hier auch wieder den Laminatfußboden, beziehungsweise Esszimmer, Wohnzimmer, was auch immer man draus machen möchte. Das ist die zweite Eingangstür hier. Dann haben wir hier die Küchenzeile, also die Küche. Ach Moment, dir gefällt dieser Content? Lass mir auf jeden Fall ein Like da und teile das Video mit Leuten, die sich auch für US-Immobilien interessieren könnten. Danke dir. Das ist jetzt eine überschaubare Größe, aber ja, dafür gibt es einen Markt. Das kann man auch so vermieten. Auch hier wieder die Frage, hier wollte jemand wohl raus oder rein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall solche Risse und Dellen in der Trockenwand, die findet man hier öfter. Genau, dann geht es weiter. Hier haben wir noch ein Durchgangszimmer. Und hier hinten ist noch ein Badezimmer. Also hier ist ein komplettes Badezimmer, das heißt mit Badewanne, allem drum und dran. Und hier wäre noch ein Hintereingang. Also das ist auch noch so ein abgesicherter Hintereingang, beziehungsweise so ein kleiner Raustritt, wo man hinten rum ums Haus gehen kann. Das hier ist ein Anbau wohl. Und das hier ist so ein Bedroom, also ein Bedroom. Küche, Wohnzimmer, zweite Bedroom, wie man es nimmt. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen was unterteilen. Gehen wir raus. Genau, so. Und dann gehen wir einfach mal mit. Falsch abgebogen. Im Keller, da habe ich jetzt keine Bilder. Also das, wenn du dir das Haus anguckst, dann weißt du, was du hier erwarten kannst, was der Keller sagt. Gehen wir hier hoch. Jetzt sind wir in der zweiten Etage, also auch hier wieder Stahltüren, Stahltüren und Stahltüren. Genau, so, dann haben wir hier die Küche mit Breakfast-Nack, also mit so Essecke. Dann hier eigentlich auch ein schönes Zimmer, also von der Grundform her schönes Zimmer. Hier der Erker nach draußen, also nach Moment, wir sind jetzt hinten draußen. Genau, das ist hinten draußen. Ja. Da kann man sich dann einfach mal umschauen. Also auch diesen Link setze ich dir unter das Video. Dann machst du einfach mal selber die Tour durchs Haus und schaust dir das Objekt an. Küche, wie gesagt, hier ist Elektroherd, Frühstücksecke. Ja. Grundriss ist spannend, alles ein bisschen klein. Auch hier wieder jemand zu scharf abgebogen, die Trockenwand kaputt gemacht. Sind wir hier oben in der dritten, also in der zweiten Etage, genau. Das wäre die Küche hier oben. Die ist mehr als überschaubar. Da ist das Treppenhaus und hier hinter der Küche ist noch ein Badezimmer. Also auch hier ist eine Badewanne, da ist ein Klo. Der Fußboden, ja, das ist, ja. Aber jede Menge Opportunities. Gehen wir mal, halt, das war zu früh, gehen wir hier rüber. Genau, das ist ein Bedroom hier oben. Das wäre eine Durchgangstür zu dem anderen Bedroom. Das ist ein Kleiderschrank hier, Fenster nach draußen. Ja, und hier hinter der Wand ist das Badezimmer. Hier haben wir auch Radiatorheizung an der Decke. Die Decke hat so ein paar ja, Zeichen dafür, dass das Dach neu gemacht werden muss, beziehungsweise repariert werden muss. Aber auch das haben wir uns mit der Drohne angeschaut, von daher alles im Rahmen. Die Küche hier, das ist das erste Schlafzimmer hier oben. Hinter der Tür hier ist ein Schrank und das wäre das zweite Schlafzimmer oben. Also von daher hier haben wir noch einen Kleiderschrank, hier einen Kleiderschrank, so ein paar ältere Built-ins. Ja, das wäre der Ausblick nach vorne zur Straße raus. Hinter diesem Schrank befindet sich die Tür ins Nachbarzimmer.
Und ich glaube, das gibt einen Eindruck vom Haus, oder? Boah, das schaut echt übel aus. Zum Glück wohnt da niemand. Aber die Vormieter scheinen irgendwie alle ihre Sachen dagelassen zu haben. Doch, da wohnt schon noch jemand. Der aktuelle Eigentümer hat das Haus nochmal ganz kurzfristig vermietet. Irgendwie eine Familie hat kurzfristig was gesucht, bis August. Die sind da jetzt eingezogen und haben die oberen beiden Etagen gemietet. Also ungelogen, in diesem Haus, in diesem Zustand, wohnt eine fünfköpfige Familie. Ganz ehrlich, auch für $500, ich weiß es nicht, aber würdest du da einziehen wollen? Hey, $500 ist doch eigentlich affordable, oder? Schreib mal in die Kommentare, ob du einziehen wollen würdest. Kommen wir zu den Zahlen. Also der Kaufpreis für dieses Haus ist nicht wie von Zillow angegeben 160.000, sondern 140.000. Das ist der finale Kaufpreis inklusive der Closingkosten. Die Renovierungskosten sind laut unserer Schätzung ca. 100.000 und die genauen Kosten bzw. Mieteinnahmen, die kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil wir uns noch nicht ganz klar sind, wie wir die Grundrisse gestalten. Also wenn du hier Ideen hast, feel free, schreib es in die Kommentare, schreib es mir bei Facebook oder bei Instagram. Auf jeden Fall werden es 3 Apartments werden. Wie groß die Apartments werden, das sehen wir noch und davon ist natürlich auch abhängig, wie die Mieteinnahmen sind. Der Business Case funktioniert mit verschiedenen Varianten, aber sobald wir hier konkrete Zahlen haben, wie wir es gestalten wollen, dann werde ich es auf jeden Fall auf dem Kanal hier mitteilen. Zum Thema Grundrisse können wir uns diese auch in der Matterport-Lösung einfach mal anschauen und gucken, was da geht oder was da eben nicht geht, beziehungsweise was die Optionen für uns sind. Die Grundrisse vom Haus sind, gelinde gesagt, abenteuerlich. Aber schauen wir uns einfach die Grundrisse mal an. Dazu kannst du in der Matterport-Lösung hier einfach das Haus dir anschauen. Klickst unten links auf dieses Zeichen für die Grundrisse. Und zack, siehst du den Grundriss. Jetzt sind wir hier in der 3. Etage, also ganz oben, beziehungsweise, wo sind wir? Jetzt haben wir nur ganz oben. Also ganz oben ist ein bisschen kleiner, weil der Anbau hinten nicht bis oben durchgeht. Also hier haben wir, hier kommt man oben die Treppe hoch. Das ist diese Mini-Küche, das ist das Mini-Badezimmer hier mit Badewanne. Ein größerer Bedroom und noch ein großer Master-Bedroom sozusagen. Hier an dem Grundriss braucht man, glaube ich, nicht viel ändern, weil man kann die Treppe ja separieren. Das heißt, das wäre ein komplettes Apartment, ein 2-Bedroom, ein Badezimmer-Apartment. In der 2. Etage ist das Ganze schon ein bisschen spannender. Hier sind natürlich jetzt diese 2 großen Räume, die auch natürlich vorhanden sind, nicht eingeblendet. Davon gibt es keine 3D-Aufnahmen. Aber vom Prinzip her ist es genau dasselbe wie oben drüber. Die Frage hier ist nur, wie schneidet man das, dass nicht der Mieter aus der 3. Etage immer durch diese Wohnfläche, wie auch immer man es nennt, durch muss. Weil hier in die Küche zum Beispiel kommt man nur über den Flur. Das muss man halt schauen. Also wenn du hier Ideen hast, feel free, schreib einfach in die Kommentare, was du für Ideen hast. Beziehungsweise schreib es mir bei Facebook oder Instagram und dann gehen wir alle Ideen durch, weil wir sammeln da auch noch Ideen, wie wir das Ganze jetzt strukturieren wollen. In der 1. Etage, also im Erdgeschoss sozusagen, ja, was macht man, ne? Macht man hier ein Apartment draus, hier ein Studio-Apartment draus, legt man beide zusammen. Also hier unten, das ist auch separiert, das kann man eigentlich ganz gut trennen. Also hier kann man ein Apartment die linke Seite, ein Apartment die rechte Seite oder ein komplettes Apartment mit 2 Bedrooms und 2 Bädern. Nur eben in der 2. Etage, diese Durchgangsetage, da ist das ein bisschen eine Herausforderung. Aber hey, schau dir einfach mal die Grundrisse hier beim Matterport selber an und klick dir einfach mal durch und ja, schreib mir einfach, wie du es machen würdest. Trotz der geplanten Renovierungskosten von ca. 100.000 wird dieses Objekt ein sogenannter Burr-Deal werden. Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. Wie so ein Deal abläuft, das erkläre ich in einem separaten Video. Da findest du den Link natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos. Einfach mal anschauen, so ein Burr-Deal. Das heißt, am Ende gibt es Geld von der Bank zurück. Im besten Fall, man hat das Haus, man hat eine Cashflow durch die Mieteinnahmen und man kann das Ganze wiederholen mit einem neuen Objekt. Und das ist das Ziel, was wir für diesen Investor realisieren wollen. Die Zeitplanung sieht Folgendes vor. Und zwar, das Closing soll erst Anfang August 2021 stattfinden. Auf Wunsch des aktuellen Besitzers. Er will halt noch die Situation mit den Mietern bis dahin klären. Das gibt uns die Möglichkeit, eine genaue Grundrissplanung zu machen, die Einsatzzeiten der Crews, also der Contractor, zu planen und eben entsprechend alles in Ordnung zu bringen, dass wir nach dem Closing sofort loslegen können mit der Reno. Wenn du Vorschläge, Wünsche, Fragen, Anregungen hast zum Haus, Ideen zum Grundriss zum Beispiel, schreib es in die Kommentare unter das Video, schreib es bei Facebook oder bei Instagram.
Ich freue mich auf dein Feedback. Und schon sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn dir das gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da, schick das Video an jemanden, den das auch interessieren könnte, schreib mir deine Fragen und Feedback auf jeden Fall in die Kommentare unter das Video. Ich gehe auf jede Frage einzeln ein, versprochen. Und dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.